Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 6 und ich spiele heute mal auf der Map Rissig und zwar einen alternativen Modus, den man halt freischaltet, wenn man einmal auf schwer gewonnen hat. Nämlich den Modus, wo ich, oder eine, ja doch ein Modus im Prinzip, wo ich nur Magie und Zauberaffen verwenden darf. Deswegen habe ich halt auch nur diese 5 Affen und halt der Dora zur Auswahl. Und das könnte maybe schwierig werden, weil Geld verdienen nur begrenzt möglich ist, weil ich glaube, hier der Alchemie-Affe oder was das da ist, kann als einziger halt Geld überhaupt generieren. Und auch bis dahin kostet das halt eine Menge Geld. Und ja, einfach mal schauen, wie das Ganze so funktioniert. Und dann verdiene ich jetzt erstmal ein wenig Geld. So, okay, ich habe jetzt schon mal genug Geld für Dora, die ich jetzt erstmal hier hinstelle. Ich weiß, ich habe die Reichweite jetzt nicht optimal ausgenutzt, aber momentan ist es so, denke ich mal trotzdem ganz okay. Und wenn dann irgendwann mehr Reichweite da ist, dann sollte sie trotzdem hier hinten noch ein bisschen und hier oben auch noch ein bisschen zünden können. So, okay, so langsam wird es dann doch zwischendurch ein wenig kritisch. Und das heißt, ich werde jetzt anfangen mit meiner Taktik, die ich mir überlegt habe für diese Map, nämlich es gibt eine Möglichkeit, Ninja-Stacking zu betreiben, weil diese Ninja-Affen haben halt in ihren Upgrade-Dingern so eine Möglichkeit, quasi Affen-Ninjas in der Nähe zu boosten. Und das werde ich mir zunutze machen und versuchen halt hier in diesem Bereich irgendwie halt so 20 Ninja-Affen aufeinander zu stacken. Und die sollten dann im Optimalfall richtig krass sein und einfach alles wegmachen. Ich hoffe, das funktioniert, weil wenn nicht, bin ich ein bisschen gefickt. Zumal wir schon in Runde 23 sind und in Kürze Mobs reinkommen. So, mal habe ich gerade mal einen hier hochgelevelt. Jetzt seht ihr schon, da ist so eine Schriftrolle über seinem Kopf. Jetzt habe ich auch schon, glaube ich, genug Geld für den zweiten, genau. Und jetzt haben die halt beide zwei Schriftrollen über den Kopf, weil halt beide im Prinzip dieses Upgrade haben und sich halt gegenseitig halt boosten und halt natürlich die anderen auch. So, und ich müsste, denke ich mal, genug Geld für den dritten haben, genau. Jetzt habe ich schon drei Leute, die sich gegenseitig supporten. Ja, mal die Tarnballons sterben jetzt halt richtig schnell weg. Und der vierte. Und der fünfte. So, und ich glaube, jetzt werde ich erstmal noch ein bisschen Geld sparen, beziehungsweise die nächste Runde lang das Geld sparen. Und den Typen jetzt erstmal hier Spitz-Shuriken geben. Weil das einfach effektiver ist, wenn die mit dem, wenn die, die den Boost schon haben, halt in sich stärker sind als die ohne Boost. So, okay, jetzt ist Runde 40. So, Dora soll trotzdem mal kurz ihre Ult reinhauen und das Ding damagen. Oh mein Gott, ich habe die falsche Taste gedrückt. Und Dora hat gar nicht geultet. Oh mein Gott, es hat aber trotzdem funktioniert. Kritisch. Okay, und jetzt bin ich gerade trotzdem verwirrt. Ah, doch, hier, okay, da, das war das. Ablenkung. Ablenkung ist halt actually ein übelst geiles Feature, weil einfach Ballons distracted werden, dann werden die zurück auf die Strecke geschickt, irgendwo hin. Oder an den Spawn oder sowas, glaube ich sogar. Ja Leute, ihr seht das nicht mal, die machen einfach alles weg hier vorne gerade. Es ist so stark, es ist so, so stark. Und das ist halt durchaus finanzierbar, weil, keine Ahnung, so insgesamt kostet das ca. 2200, würde ich schätzen. Also halt mit Ninja kaufen und halt, also nur das mittlere, ne? Also Ninja kaufen und halt dreimal in die Mitte upgraden. Das ist echt machbar vom Geld her eigentlich. Hier ist so eine riesige Wave, die rasieren einfach alles weg. Es ist so insane. Hier, so, okay, Mob fast full life. Tot. Das ist zu stark. So, ich habe jetzt 10 mal Mitte oben genommen. Jetzt werde ich, denke ich, mal noch 10 hier so drumherum verteilen, die Mitte unten machen. Ich weiß nicht genau, wie stark die Mitte unten sind, aber Kleinfüße, also halt im Prinzip Nagelfabriken. Aber ich mache nicht 10 Stück, ich mache 5 Stück davon. Könnten trotzdem ganz gut sein, glaube ich. Oh ja, komm, tötet die Moabs. Es ist so satisfying zu sehen, wie einfach 20 Millionen Schuriken draufgeschmissen werden und die Moabs einfach verrecken.
So, nee, warte mal, Leute, wisst ihr, was ich jetzt auch noch mache? Ich werde jetzt erstmal kurz einen Alchemisten nehmen und den auch nochmal nach oben upgraden, dass der halt mein Boys hilft. So, 1, 2, 3, Berserker-Gebäude, das ist relativ stark und schneller werfen. Zumindest werden die Typen nochmal ein bisschen gedamaged boostet und sind halt noch stärker jetzt einfach. Let's go. Also ich würde sagen, bis jetzt ist die Taktik, dass man einfach Ninja-Stacking betreibt. Also ich meine, klar, es ist, denke ich mal, auch dafür ausgelegt durch das Upgrade, aber scheint auf jeden Fall wirklich sehr stark zu sein. Auch gerade, ich meine, die konzentrieren sich alle hier so auf diese Ecke mehr oder weniger. Und ja, das läuft. Oh, jetzt kommen getarnte Eisenballons. Die kriegen die Eisenballons down. Was? Ich weiß gerade actually nicht mal wie. Hat der das hier gemacht? Ich glaube schon. Ich muss mal kurz nachschauen. Ja klar, Säuremix. Alter, das ist ja so stark. Also der Alchemist schmeißt im Prinzip irgendeine Säure auf die Schuriken von den Ninja-Affen und die können dann einfach... The fuck, weil er halt jetzt schon drauf, okay. Und die können dann halt einfach gleich kaputt machen. Und guckt euch halt auch mal an, wie schnell die werfen einfach. Junge, Lightspeed. Das waren 4 Mobs, die waren in einer Sekunde down, was? Aber auch die Keramikballons, es stirbt halt einfach alles so schnell weg. So, jetzt habe ich zweimal nach oben und jetzt kann ich wieder nach unten, beziehungsweise die Mithalshöhlen. Okay, wie viele Mobs waren das? 6 Stück? Gut, instant. Das Ding ist halt, in Runde 80 kommt halt derzeit vom G rein. Ich glaube, der könnte tatsächlich schwierig werden. Weil, wenn der halt down ist, dann wissen die Ninjas ja in dieser kurzen Zeit, wo das Ding hier die Strecke entlang fliegt, halt 4 rote und dann nochmal 16 blaue im Prinzip down bekommen. Wobei man anmerken muss, die blauen sterben tatsächlich schon hier oben auf den paar Metern fast, wo nur so 3-4 Leute drauf schießen. Könnte also trotzdem ganz cool werden eigentlich. Aber ich brauche mehr Ninjas. Rein damit. Ja, die blauen Dinger sind echt kein Problem. Die sterben halt wirklich schon hier oben auf den ersten paar Metern. Größtenteils weg einfach. Die distracten aber auch alle Ballons. Ihr seht das, ne? Die Ballons werden einfach instant zum Eingang zurückgeworfen. So, okay, wir sind jetzt in Runde 79 und ich spare gerade noch mal ein bisschen Geld, weil ich ganz gerne irgendeinem hier Blumensabotage geben würde und ich muss gerade mal schauen, bei wem es sich am meisten lohnt. So, und das ist halt eine Fähigkeit und diese Fähigkeit kann was machen? Es wird einfach alles auf die halbe Geschwindigkeit gedrosselt. So, ich habe jetzt aber immer noch Geld. Oh, warte mal, ich kann das Ding wegmachen. Warte, fällt mir gerade ein. Das heißt, einfach mehr Ninjas pumpen. Ganz ehrlich, ich habe das Geld. Ich kann noch 2 Ninjas pumpen jetzt gerade mal eben. So, hier, Gönnung. Okay, jetzt kommt der ZOMG. Der Grüne. Dora kann nachher im Zweifelsfall mithelfen, sonst kann ich halt nochmal ihre Ult reinhauen. Aber auch jetzt, Dora schießt halt 5-mal schon drauf oder so. Also auch stark eigentlich. Okay, okay, es kriegt richtig Schaden, das Ding, es kriegt richtig Schaden. Das überlebt nicht lange, das überlebt gar nicht lange. Mein Gott, das ist so stark. So, jetzt kommt die Ninja-Armee. Alter, die haben das ja so zerstört. Junge, einfach alles weg. GG. Ja, episch. Warum ist der Feuermensch da oben? Ich habe den nicht mal benutzt in dieser Runde. Egal. Ja gut, Leute, dann hoffe ich mal, euch hat dieses Video mit der speziellen Runde gefallen. Wenn ihr mehr Bloons CD6 sehen wollt, könnt ihr natürlich gerne mal ein Like oder auch ein Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.